Yo Boys, wir sind hier auf Pirate Swap, wo du deine Kackskins in geile Skins austauschen kannst. Du kannst aber auch Balance benutzen und wenn du Balance aufladen möchtest mit Echtgeld, dann kriegst du 35% mehr mit dem Code CRONY. Deswegen, tauscht eure Kackskins in geile Skins und haut rein, viel Spaß beim Video. Yo, wunderschönen guten Batman, ich bin Spritzer, CRONY ist hier am Start und ja Mates, wir haben endlich mal Sommer, sind hier auf Keydrop. Natürlich erst, wenn ihr 18 seid, nur mit Kohle übrig habt. Wir haben es endlich mal Sommer. Es ist wirklich einerseits cool, andererseits bin ich auch nicht der Typ für die extreme Hitze. Also für mich ist so 25 Grad perfekt. Und dazu aber auch im See schwimmen gehen können und. Naja, das finde ich schon geil. Auf 25 Grad, 28 Grad vielleicht ist für mich absolut Liebe. Alles über 30 Grad, boah, überanstrengend. Könnt ihr ja gerne mal reinschreiben, wie eure Wärmeansichten sind. Ja, wir packen hier mal ein paar Kisten rein. Komm, Jotto-Kiste, Crony-Kiste, Dalosch-Kiste, Poker-Kiste. Nee. Aber ja, Hauptsache, wir haben jetzt mal Sommer. Und ich hoffe, das bleibt jetzt auch ein bisschen so. Wie gesagt, nicht zu heiß, das ist absolut nichts für mich. Aber so ein bisschen wäre schon nice, weil ich war jetzt gestern auch mit den Kindern mit dem Sub, mit so einem Stand-Up-Paddle, natürlich im Sitzen und nicht im Stehen, weil die Kinder noch zu klein sind. Waren wir auf dem See und das hat den Kids einfach so Spaß gemacht. Und mir natürlich auch, ne? Ich liebe das so. Ich bin überhaupt nicht der Dad, der gerne bastelt und so. Oder malt. Ich meine, ich tue es, aber ich tue es einfach nicht so gerne wie so Outdoor-Activities. Egal ob schwimmen gehen oder auf den Spielplatz gehen oder in den Kletterpark gehen oder in irgendwelche Freizeitparks gehen und so. Ne? Das ist so einfach komplett meins, mit den Kindern die Welt zu entdecken. Und ja. Da habe ich Bock drauf und das machen wir nachher auch wieder. Wir haben uns verabredet mit der besten Freundin von meiner Tochter quasi. Und da werden wir nachher wieder schwimmen gehen. Da werde ich auch absolut die Seele baumeln lassen. Mal versuchen, wirklich jeglichen Stress einfach nicht zu dran denken. Aber ich gestern war auch einfach so schön. Einfach auf dem See mit dem Stand-Up-Paddle. Hallo, wir müssen jetzt hier mal was Geiles ziehen. Was ist denn das überhaupt? Das ganze Ding hat 230 pro Person gekostet. Und insgesamt haben wir hier nicht mal ein Viertel davon für den Gewinner. Das ist ja wirklich bodenlos. Das ist wirklich ganz, ganz irre ist das, ja. Was sind das für Kackkisten? Was habe ich da ausgesucht? Ich meine, jetzt kommen noch zwei gute. Oh, Kabul in Giorgio. Haben wir jetzt Cobra Case. Wenigstens plus minus null. Oh, könnte gut sein. Nee. Nee. Lächerlich, aber auch ein sehr schlechtes Battle, muss ich sagen. Dann machen wir lieber nochmal ein anderes. Ja, nachher einfach mal wieder die Seele baumeln lassen. Einfach den Tag, die Zeit, den Moment genießen und so. Das mache ich in letzter Zeit sehr, sehr oft und sehr bewusst. Und ich muss sagen, es ist sehr cool, dass man auch nicht über alles immer 100.000 Mal nachdenkt, sondern einfach mal so in den Moment reingeht und guckt, wie er ist, wie es passiert oder, ne? So, das fühle ich zurzeit sehr, sehr hart. War jetzt vorher auch nochmal bei meinem Tätowierer. Ich habe ja letzten Monaten Tattoo machen lassen mit den Sternzeichen von meinen Kindern und werde hoffentlich nächste Woche auch nochmal mein Sternzeichen sehr, sehr groß auf dem Oberarm machen. Dann mal gucken, hier haben wir die Fangkiste, 10x 300 Dollar Battle, Abfahrt. Man. Genau, auch so circa im gleichen Stil wie das von meinen Kids, aber doch ein bisschen wuchtiger so. Ja, dann sind einfach so die meine zwei Engel auf dem Arm, mein Sternzeichen auf dem Arm und so und das, keine Ahnung, sieht natürlich einerseits super dope aus, also ich liebe so Tattoos. Andererseits ist es natürlich auch so ein mentaler Wert, der einfach geil ist. Ja, bin ich gespannt, ob das nächste Woche klappt. War auch so weird, ich habe gestern mit dem in WhatsApp geschrieben, mit meinem Tätowierer. Und wir sind halt super cool. Wir sind, keine Ahnung, haben uns direkt super gut verstanden, richtiger Bro, der Typ. Und ja, habe ich gestern mit dem geschrieben und er hat gesagt, ja, 11:30 treffen wir uns da. Und dann bin ich in den Laden rein, um 11:50. Und die dann so, nee, der ist jetzt 2 Wochen krank geschrieben, der kommt die nächsten 2 Wochen nicht. Wenn du willst, kannst du zum anderen Tätowierer gehen. Dann haben die mir einen anderen Tätowierer auch in dem Laden empfohlen. Und dann habe ich mit dem gequatscht und ich will halt so Sketchart, ja? Finde ich super geil. Dann gehe ich damit zu dem hin und dann sagt er, ja, wir können es auch ein bisschen realistischer machen. Dann sucht er da ein bisschen auf seinem Handy rum. Ich zeige ihm mein Beispiel, wie ich es ungefähr gerne hätte. Sag, ja, das geht noch besser, das geht noch besser. Und ich so, ja, okay. Guckt er in seinem Handy rum. Hallo, können wir jetzt hier mal einen Pull haben? Was ist denn das? Guckt er in seinem Handy rum und zeigt mir auf einmal irgendwelche Cartoon-Dinger oder realistisch-Dinger und wie auch immer. Und ich so, nee, ich will einen Sketch haben.
Und dann wäre ich schon fast verzweifelt und wäre wieder gegangen, weil der Typ halt einfach überhaupt nicht das umsetzen wollte. Komm, machen wir jetzt noch einmal, oder? Was hat der Gewinner gewonnen? Hm. Oh Mann, komm, einmal machen wir es noch, dann ist die Balance weg. Wir haben aber zum Glück noch Skin-Ding. Wir müssen jetzt aber mal eins gewinnen, ansonsten sind wir wieder plus minus null. Und dann, wo ich schon kurz vorm Verzweifeln war, war das wie so im Film, kam mein Tätowierer mit dem SUV auf den Hof gescheppert, hat so übel stark gebremst und ist dann ausgestiegen und alle so, warum ist der doch da und bla bla bla. Da war das natürlich dem anderen Tätowierer, der ihm den Kunden in Anführungszeichen absneaken wollte, auch sehr, sehr unangenehm. Und dann war das den einen so unangenehm, weil ich stand ja auch, der ich so, hey, ich dachte, der ist krank und auf einmal steht der vorne dran. Keiner wusste so wirklich, was er, ach Mann, jetzt brauchen wir doch mal einen Pull. Was er sagen sollte, und dann hat er auch gemeint, ja, war beim Arzt und so, wenn er sagt, er kommt, dann kommt er auch und er hofft jetzt, dass er es nächste Woche machen kann. Hätte ich hardcore Bock drauf. Kann es kaum abwarten. Es gibt noch ein paar, Tattoos, die ich machen möchte. Einmal so, eine Seite soll so ein bisschen positiv Vibes sein und die guten Erinnerungen und so weiter. Und links soll so ein bisschen das sein, was man im Leben so, aus dem man gelernt hat, sage ich jetzt einfach mal, ja. Nicht negativ, aber aus dem man einfach gelernt hat und was mitgenommen hat und so weiter. Weil es einfach super nice ist, wenn du in den Spiegel guckst und dich so an gewisse Dinge dann erinnerst. Es gibt einem manchmal einfach Power. Mann, das Battle hätte ich jetzt gerne gewonnen. Irgendwas krasses, aber dieses Video war ja wirklich Katastrophe. Naja, in diesem Sinne, schreibt mal rein, was ihr zu Tattoos haltet. Haut rein, Spider-Man.